Da ist sie endlich, die Jahresabrechnung meiner Stromkosten. Hey, ich bin Mario und ich lasse euch mittlerweile 2,5 Jahre an dem Projekt Balkonkraftwerk bei mir persönlich daran teilhaben. Deswegen solltest du dieses Video ganz schnell an deine Freunde schicken. Dabei geht es natürlich um Balkonkraftwerk und Optimierungen, Erweiterungen, Stromspeicher, alles was man so im Do-it-yourself-Bereich damit machen kann. Und heute geht es natürlich um die Ersparnis, damit ihr seht, dass wirklich was dahinter steckt. Als ich damals mit dem Balkonkraftwerk angefangen habe, habe ich eine monatliche Abschlagszahlung von 110 Euro gehabt. Und da ich ja selber nicht wusste, ob das wirklich alles funktioniert, habe ich diese 110 Euro Abschlagszahlung einfach belassen. Und jetzt zeige ich euch was. Das ist das, was ich an Guthaben habe. Könnt ihr das erkennen? 594,35 Euro Guthaben. Und bei einer Ersparnis von fast 600 Euro, da kann man auch mal in einen Speicher investieren. Soll mir noch mal einer erzählen, Balkonkraftwerk lohnt sich nicht. Aber selbst jetzt ist noch nicht Schluss mit der Optimierung bei einem Balkonkraftwerk. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Nächste Video gibt es dann einmal. Dann zeige ich euch alles komplett, was bei mir wirklich in Betrieb ist.